kommt die CDU auf 20, die CSU auf 5%, Union zusammen 25, das schlechteste Ergebnis in der Parteiengeschichte. Die SPD ebenfalls 25%, gleich auf. Die AfD 11%, die FDP kommt ebenfalls auf 11%, die Linke genau an der 5%-Hürde. Die Grünen erreichen ihr historisch bestes Ergebnis 15% und andere Parteien unter der 5%-Hürde mit zusammen 8%. Im Deutschen Bundestag werden CDU und CSU nach dieser Berechnung zusammen 200 Mandate haben, die SPD bei gleichem Prozentstand 197. Das hat damit zu tun, dass die CSU vermutlich durch Überhangmandate einen kleinen Vorteil hat. Die AfD 87, FDP 87, Linke 39, Grüne 119 und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird vermutlich der Südschleswigsche Wählerverband wieder ein Mandat haben aufgrund einer Sonderregel für nationale Minderheiten. Im neuen Bundestag